9,5. Ich bin diese Woche in Düsseldorf und zwar bei einem Sängerwettstreit, nämlich dem Eurovision Song Contest. Den hat ja im letzten Jahr Lena Meyer-Landrut gewonnen. Und die große Frage ist, wie groß sind ihre Chancen, dass sie das dieses Jahr wieder schafft? Das habe ich versucht, diese Woche rauszukriegen. Dafür bin ich heute Morgen nach Düsseldorf gefahren. Hier ist dieses Jahr der Eurovision Song Contest, kurz ESC. Aber bevor ich in die Halle reinkomme, muss ich durch eine strenge Sicherheitskontrolle, wie am Flughafen. Hier dürfen nur angemeldete Personen rein. Ist das riesig. Stellt euch vor, ihr steht da auf der Bühne und habt 35.000 Menschen um euch rum. Und nicht nur das. Vor dem Fernseher gucken noch mal etwa 120 Millionen Zuschauer zu. So viele Zuschauer hat kein anderer Musikwettbewerb der Welt. Ich aber schaue mir erstmal Lenas Konkurrenten bei ihrer letzten Probe für das Halbfinale an. Denn einige Teilnehmer müssen sich erst im Halbfinale qualifizieren. Zurück zu meiner Mission. Perfekt getarnt als Lena Meyer-Landrut frage ich bei den ESC-Fans nach Lenas, meinen Siegchancen. 50-50. Ich finde den Song langweilig. Oh no! Yes! Sei mal zufrieden mit Platz 5 bis 8. Wie groß sind meine Chancen? Na super! Siehst so wunderschön aus und dein Lied ist so hammergeil. Musst du einfach gewinnen. Interessant wäre es doch auch, was Lena selbst zu ihren Chancen sagt. Ich versuche sie auf einer Pressekonferenz zu fragen. Please welcome Lena from Germany. Da ist sie auch schon. Aber leider will sie zu ihren Chancen so überhaupt nichts sagen. Das ist schade. Aber ich könnte es ja vielleicht irgendwie anders herum versuchen. So, also mein Name ist Johannes, ich komme von den Kinderfernsehen, habe ich 9,5 im ersten. Ja. Deine Frage ist, wer ist denn dein härtester Konkurrent? Also Konkurrenz hört sich immer so doof an. Ich würde eigentlich lieber sagen, welche Delegation oder welche Beiträge ich total toll finde. Und ich finde die Jungs aus Irland ganz toll. Die sind völlig verrückt und total lustig. Und ich finde natürlich auch Blue cool, weil ich als Kind und als Teenie viel Blue gehört habe. Und da gibt es schon einige, die ich wirklich ganz cool finde und zu denen ich auch tanze. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt gibt's auch das Geschenk. Yeah, jetzt gibt's noch ein. Es ist so, wir haben uns gedacht, es könnte sein, dass du vielleicht nach den ganzen Tagen und anstrengenden Interviews kein Lächeln mehr habe. Und deswegen haben wir das Lächeln mitgebracht. Das ist toll. Magst du es einmal aufsetzen? Ja, natürlich. Danke schön. Also, egal wie Lena abschneiden wird beim ESC, mit unserer Maske kann sie ihr Lächeln auf jeden Fall behalten. Das ist geil. Aber wer weiß, vielleicht wird sie ja mit diesem Song tatsächlich nochmal die Nummer 1. Das ist Lenas letzte Probe vor ihrem großen Auftritt heute Abend. Wenn ihr uns schreiben wollt, ob ihr denkt, sie gewinnt den Eurovision Song Contest noch einmal, dann tut das. Ihr könnt eine Nachricht hinterlassen auf unserem Gästebuch auf www.9,5.wdr.de. Ich hoffe, wir sehen uns im Internet oder spätestens nächste Woche hier im Fernsehen bei 9,5. Tschüss!